Kapitel 9. Und ganz Israel wurde im Geschlechtsregister aufgezeichnet, und siehe, sie sind aufgeschrieben im Buch der Könige von Israel. Und Juda wurde weggeführt nach Babel um seines Treubruchs willen. Und die zuerst auf ihrem Besitz und in ihren Städten wohnten, waren Israeliten, Priester, Leviten und Tempelsklaven. Und in Jerusalem wohnten einige der Söhne Juda, einige der Söhne Benjamin, einige der Söhne Ephraim und Manasse. Von den Söhnen Juda, Utai, der Sohn Ammihuds, des Sohnes Omris, des Sohnes Imris, des Sohnes Banis, von den Nachkommen des Perez, des Sohnes Judas. Von den Schelanitern aber Asaja, der Erstgeborene, und seine Söhne. Von den Söhnen Serach, Jeguel und seine Brüder, 690. Von den Söhnen Benjamin, Salu, der Sohn Meschulams, des Sohnes Hodavias, des Sohnes Hasenuas, und Jibneja, der Sohn Jerohams, und Ela, der Sohn Usis, des Sohnes Michris, und Meschulam, der Sohn Shephatias, des Sohnes Reguels, des Sohnes Jibnejas. Dazu ihre Brüder nach ihren Geschlechtern, 956. Alle diese Männer waren Sippenhäupter. Von den Priestern aber Jedaja, Jojarib, Jachin und Asaria, der Sohn Hilkias, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Merajuts, des Sohnes Ahitubs, der Vorsteher im Hause Gottes. Und Adaja, der Sohn Jerohams, des Sohnes Paschurs, des Sohnes Malkias, und Masai, der Sohn Adiels, des Sohnes Jachseras, des Sohnes Meschulams, des Sohnes Meschilemitz, des Sohnes Immers, dazu ihre Brüder, Sippenhäupter, 1760, tüchtige Leute im Dienst des Amtes im Hause Gottes. Von den Leviten aber aus den Söhnen Merari, Shemaja, der Sohn Haschubs, des Sohnes Asrikams, des Sohnes Hashabjas, und Bakbaka, Heresh und Galal, und Matanja, der Sohn Mishas, des Sohnes Sichris, des Sohnes Asafs, und Obadja, der Sohn Shemajas, des Sohnes Galals, des Sohnes Jedutuns, und Berechja, der Sohn Asas, des Sohnes Elkanas, der in den Gehöften der Netophathiter wohnte. Die Torhüter aber waren Shallum, Akub, Talmon, Ahiman. Und ihr Bruder Shallum war der Vorsteher, und er steht bis jetzt am Tor des Königs im Osten. Das waren die Torhüter in den Lagern der Leviten. Und Shallum, der Sohn Kores, des Sohnes Abiasafs, des Sohnes Koras, und seine Brüder aus seiner Sippe, die Korahiter, waren im Dienst des Amtes, dass sie hüteten die Schwelle der Stiftshütte, wie auch ihre Väter im Lager des Herrn den Eingang gehütet hatten. Pinhas aber, der Sohn Eleasas, der Herr sei mit ihm, war vor Zeiten Vorsteher über sie. Sacharja aber, der Sohn Meschelemjas, war Hüter am Tor der Stiftshütte. Alle diese waren auserlesen zu Hütern an der Schwelle, 212. Diese waren zwar aufgezeichnet in ihren Gehöften, aber David und Samuel der Seher hatten sie in ihr Amt eingesetzt, dass sie und ihre Söhne als Wächter hüten sollten die Tore am Hause des Herrn, nämlich an der Stiftshütte. Es waren aber diese Torhüter nach den vier Himmelsrichtungen aufgestellt, nach Osten, Westen, Norden und Süden. Ihre Brüder aber waren auf ihren Gehöften und mussten zur verordneten Zeit für jeweils 7 Tage hereinkommen, um mit ihnen Dienst zu tun. Denn die vier obersten Torhüter standen immerfort im Amt. Und einige von den Leviten waren über die Kammern und Schätze im Hause Gottes gesetzt. Auch blieben sie die Nacht über um das Haus Gottes, denn sie mussten Wache halten und alle Morgen die Türen auftun. Und einige von ihnen waren gesetzt über die Geräte für den Dienst, denn sie mussten sie abgezählt heraus- und hineintragen. Und einige von ihnen waren bestellt über die Gefäße und über alle heiligen Geräte, über Feinmehl, über Wein, über Öl, über Weihrauch, über Spezerei. Und einige der Söhne der Priester machten Salböl aus der Spezerei.
und Matithia von den Leviten, dem Erstgeborenen Schallums des Korahitas, waren die Pfannen anvertraut. Von den Kehatitern aber ihren Brüdern waren einige bestellt, über die Schaubrote sie zuzurichten auf alle Sabbate. Das sind die Sänger, die Sippenhäupter der Leviten, die in den Kammern keinen Dienst hatten, denn Tag und Nacht waren sie in ihrem Amt. Das sind die Sippenhäupter unter den Leviten nach ihren Geschlechtern. Diese wohnten in Jerusalem. In Gibeon wohnten Jeiel, der Vater Gibeons. Seine Frau hieß Maacha und sein Erstgeborener Abdon. Ferner Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Achjo, Sacharja, Miklot. Miklot aber zeugte Shimam. Auch sie wohnten mit ihren Brüdern in Jerusalem, ihnen gegenüber. Ner aber zeugte Abner. Kis zeugte Saul. Saul zeugte Jonathan, Malkischua, Abinadab, Eschbaal. Der Sohn Jonathans aber war Meribbaal. Meribbaal aber zeugte Micha. Die Söhne Michas waren Pithon, Melech, Tachria und Ahas. Ahas zeugte Jara. Jara zeugte Alemet, Asmavet und Simri. Simri zeugte Moza. Moza zeugte Bina, dessen Sohn war Raphaia, dessen Sohn war Elasa, dessen Sohn war Azel. Azel aber hatte 6 Söhne, die hießen Asrikam, der Erstgeborene, Ismael, Shearia, Obadja, Hanan. Das sind die Söhne Azels.